Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Kommt, zwei Kanal. Wir haben heute wieder einen Ersteindruck am Start. Von euch vorgeschlagen tatsächlich. Haiku the Robot. Knapp 20 Euro gibt es das aktuell. Seit April ist es raus. Und die Kategorie, ich habe jetzt schon so ein kleines bisschen gespielt, jetzt nicht übelst viel, ist ein bisschen Souls-like-ig, würde ich sagen. Sehr Metroid-ig. Also Metroid ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Wir überspringen mal das Intro. Es ist super pixel-heavy, Bruder. Es ist einfach pixel-die-wixel-die. Und von der Steuerung her macht es vieles richtig. Aber ein paar Sachen sind noch weird. Aber ich glaube, für 2D ist es wieder fein. Das Game, was probably am nächsten kommt, ich versuche mich hier gerade so ein bisschen zu befreien, ist, ihr seht es hier, die Strings lösen sich nach und nach. Falls ihr dieses kleine Kügelchen da erkennt, sieht aus wie ein kleines Pokémon, ne? Ist Hollow Knight. Hollow Knight kommt dem Ganzen sehr, sehr ähnlich. Es ist, wie gesagt, ein Ersteindruck und, ja, ich denke, man kann hier ein paar Punkte nennen, die schon relativ unique sind. Das bedeutet, wir haben 4 Leben. Wir werden 4-mal gehittet und das Leben ist die Hölle. Wir können springen. Wir haben keinen Double Jump. Die Vermutung, dass wir einen Double Jump bekommen, ist aber extrem hoch. Also ich denke, die Mobility wird hier ein Punkt sein. Wir haben hier ein gewisses so ein Item-System, wahrscheinlich noch mit Runen und so weiter. Ihr seht ja, das bin ich. Und das sind die Hände und so weiter. Dann haben wir klassisch eine Map. Na, und da sieht man natürlich schon, dass die Metroidung schon... it's a lot. Ne? Und dann haben wir natürlich entsprechend unsere Items und Chips. Chips, nehme ich mal an, sind dann auch also wie Trinkets, basically. Ne? Also ein paar extra Sachen für Damage, nehme ich mal an. Vielleicht auch für Mobilität und so weiter und so fort. Wird, denke ich, hier thematisch sein. Das hier sind, by the way, Speicherpunkte. Ne? Hier kann man healen und saven. Ne? Was auch nicht schlecht ist. Und ansonsten könnt ihr schon sehen, dass wir hier ein paar Sachen einsammeln werden. Der krasseste Punkt by far in dem Game ist, ihr seht es schon, dass natürlich noch ein paar Sachen uns beigebracht werden. Rissige Steine sind brechbar. Und das ist sehr, sehr cool. Also viele sagen, Klon, ich habe kein Leben. Ne? Aber tatsächlich ist das sehr, sehr schön, Dinge zu haben, sich davon inspirieren zu lassen und diese dann auch gefühlvoll nachzumachen. Ne? Wer Castlevania gespielt hat, weiß, dass das ein altes und sehr gutes Spiel war, sehr schwer auch. Und dass wir sehr glücklich darüber sein können, dass jemand diese Formel nimmt und das Ganze mit einem Souls-like kombiniert und wir Hollow Knight haben, das wohl beste Game ever made in history. No? Das heißt, diese Dinge sollte man beachten und hier könnte das nächste Hollow Knight auf uns warten. Wir können jetzt RB drücken, um uns zu heilen. Das ist sehr, sehr lustig. Werden wir auf jeden Fall noch benutzen. Ich gucke jetzt mal, ob hier noch was ist. Nee, ne? Ja, das ist so das eine. Wir haben rechts oben unsere Seelen, unsere Schrauben, unsere Ersatzteile. Das ist sehr lustig, weil das ist quasi bisher, ich habe ja wie gesagt ein bisschen angetestet, bisher nicht nur Material, was man wahrscheinlich später als Ressource nutzt zum Leveln oder so, sondern damit heilt man sich auch. Kurze Demonstration, na, zack, wir werden getroffen, verlieren jetzt HP und jetzt haben wir ja den Schraubenschlüssel eingesammelt, können ja, B drücken und dann schrauben wir quasi an uns rum und heilen uns hoch. Na, ist auf jeden Fall sehr, sehr cute gelöst. Und wer ein Auge hat, wird, dem wird natürlich auch aufgefallen sein, was da links oben zu sehen ist. Links oben ist irgendwie, sieht aus ein bisschen wie ein Herz und da ist so eine Tempoanzeige. Diese Tempoanzeige ist sehr interesting, denn normalerweise kann man es schon sehen, kann man durch Gegner dashen. Aber seht ihr, was da passiert? Wir können überhitzen. Wenn wir also zu viel dashen, überhitzen wir, was dazu führt, dass das Ding sich ganz langsam wieder auflädt. Es lädt sich schneller auf, wenn wir ihr gestörterweise zuschlagen. Na, wenn wir zuschlagen, sind wir also wieder ein kleines bisschen mobiler. Was natürlich sehr, sehr interessant ist. Hier gibt es ein kleines bisschen Text, der sucht was.
Ja, das werden wir auch finden. Ich glaube, also im besten Fall würde das irgendwas zum Jumpen sein. Bisher gefällt mir der Jump natürlich nicht. Aber auch so hat Hollow Knight ja begonnen, ohne einen Double Jump. Wenn wir eine Location verlassen, sind alle Gegner, by the way, wieder da. Das heißt, man kann an aller Ruhe farmen. Hier benötigen wir einen Schlüssel. Und den werden wir jetzt auch quasi suchen. Also wie gesagt, das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist gegen einen Boss kurz gekämpft. Und für mich hat es dann quasi sofort alle Anforderungen erfüllt. Ja, das muss ich unbedingt in einem Ersteindruck vorstellen. Ne? Weil der erste Eindruck ist ja sehr wichtig. Ne? Und für mich war der sehr positiv. Ne? Es spielt sich auf jeden Fall super smooth. Die Heilmechanik ist sick. Also die finde ich auf jeden Fall krasser als bei und schwerer als bei Hollow Knight. Wir werden nachher gegen einen Boss kämpfen und eingeschränkte Dashes zu haben. Also wie gesagt, du kannst nicht viel dashen. Du musst das wirklich gut benutzen und dann natürlich mit Schlägen so ein bisschen ausgleichen. Das ist schon, ich würde nicht sagen beschissen, aber es ist schon sehr, 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 sehr hart dadurch. Also extrem hart tatsächlich. Ich musste jetzt quasi auch schon einen Tod erleiden, weil sich zu healen im Fight war dann doch eine ganz schön sahnige Herausforderung tatsächlich. Das war alles andere als leicht. Und das ist schön. Na, wie gesagt, es soll ja auch ein schweres Spiel sein. Das ist das, was ja viele von euch erwarten, wenn sie die Kategorie... Oh, shit. Vielleicht zur Seite mal geben. Die Kategorie Souls-like bekommen. Ne, da will man ja noch ein bisschen... Schwierigkeit ja auch haben. Ne? Aber man braucht dafür auch eine gute Steuerung. Ne? Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. So, das bedeutet, zack, wir haben jetzt hier einen Rusted Key. Und diesen Rusted Key können wir dann jetzt natürlich entsprechend rechts unten nutzen. Ne? Also hier bisher sehr, sehr smooth. Es ist ein simples Backtracking aktuell. Wir natzen hier auch alle Gegner. Ich habe ja schon einmal den Tod erfahren. Ich glaube, man verliert so die Hälfte. Die Hälfte dieser Schrauben oder Muttern. Was natürlich sehr viele ist. Ich habe ja gerade den Pro-Controller, der mich ein bisschen tiltet tatsächlich. Kleines bisschen tiltet er mich. Ah, das ist okay. So. Genau, also so knapp die... Ah, ne, warte. Das war, glaube ich, die bessere Taste. Knapp die Hälfte also ist ein harter Verlust. Aber ich kann tatsächlich noch nicht sagen... wie viel ich von dieser Hälfte wieder eingesammelt hätte, weil ich dann einfach nicht zum Boss gegangen bin, sondern der Tod war dann der Grund, hier aufzunehmen. Na, ich habe nur gedacht, jo, das kann ich ja auch dann quasi in der Aufnahme zu einem Sieg führen lassen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Typen, der uns auch ein bisschen was beibringt. Der sagt quasi, dass wir so eine Gold Crest Chest-Mest verwenden können. So, das war natürlich so semi-klug. Ah! So semi-klug. So, dann heilen wir uns. Ihr seht, dass das auch dann dieser weiße Punkt da kommt. Schaut mal nach links oben. Zuerst kommt der weiße Punkt, dann wird er größer und dann sind wir geheilt. Na, also es kostet auch ein bisschen Zeit. Na, muss also ein bisschen... Ach, der guckt aber immer in die falsche Richtung, ne? Der schnipst immer zurück, mein Controller. Muss ich den... Ich habe mir das schon 1000 Jahre vorgenommen, aber nie gemacht. So, das heißt, wir speichern hier und schauen uns mal entsprechend so einen Boss gleich an. So, na, der ist ein bisschen verrückt. Hält auch unangenehm viel aus. 3 Hits sind bei dieser aktuellen Attack Speed sehr, sehr unangenehm. So, bum bum. Oh wow, das war der mit einem Hit. Das, ja. Das war ein bisschen lucky. So, und das Ding ist, normalerweise würde ich ja durch die Spielwelt dashen und einfach nur die Mobilität so nutzen. Na, ist ja quasi indirektes Fast Travel. Aber hier mache ich das auf jeden Fall nicht. Na, weil hier denke ich mir, nö. Es ist mir einfach zu viel Verlust. Oh wow, der hat mich nicht gesehen. Na, es ist einfach unangenehm. Das Healing selber kostet jetzt natürlich nicht viel.
Also da, da ist es noch ganz okay. Der Typ vor uns, mit dem wir aber geredet haben, mit dem Hut, der hat aber gemeint, ja, hol dir alle lieber so eine Kiste und lager schon mal ein bisschen was in die Kiste ein. So, na gut, es geht los, Leute. Der erste Battle beginnt. Autsch, da ist er gleich auf mich drauf. Oh, nochmal. Na, es fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Versuchen uns jetzt ein bisschen zu healen. Und wir schaffen es nicht. Heilen nochmal. Ja, das war gut. Also ihr seht schon, dass das Healing-System schon nicht leicht ist. So. Bumm. Das ist natürlich jetzt, sieht nach einem sehr, sehr leichten Fight aus. Gerade, weil man da doch ganz gut drauf kloppen kann. Und man noch eine gute Sprunganimation hat. Und die Kette, wie gesagt, keine richtige Hitbox darstellt. So. Ich dachte, ich kann in der Luft dashen. Kann ich aber nicht. So, wunderbar. Wir haben uns wieder komplett hochgeheilt. Lassen den jetzt hier rumtüdeln. Naja, und wie sich's natürlich für einen guten Boss gehört, Leute. Passiert natürlich gleich Folgendes, sobald ich ihn oft genug treffe. Er macht das, was ein richtiger Boss nun mal tut. Er geht in eine zweite Phase. Na, auch das ist natürlich verpflichtend. Gerade mit mehreren Jumps. Okay, das war nicht gut. So, jetzt macht er hier seine Splash-Aktion. Oh, das war gut von mir. Oh, das war überragend. Aber seid ihr auch gewohnt. Das war auch überragend. Also anscheinend ist nur das untere eine Hitbox. So. Ah, jetzt haben wir ihn gemacht. Nee. Doch, wir haben gemacht. First try. Ich repariere mich ein bisschen. Und ihr seht, also das Dashen, normalerweise könnte man sagen, ja, dash doch einfach. Und wir können nur dreimal dashen. Also danach, ich meine, wir kriegen halt sehr viel wieder zurück, wenn wir zuschlagen. Also nicht viel, aber ein bisschen. So, Doppeljump haben wir, wie gesagt, noch nicht. Also es ist ein bisschen knifflig, aber da sehen wir schon, das hier sieht schon verdächtig gut aus. So, ich bin mal gespannt, was wir können. Electromagnet, hold A to jump while on the wall. Ah, der Walljump. Sehr gut. Also Walljump nun freigeschaltet. Und ja, also als Hollow Knight Spieler ist das jetzt natürlich ein sehr, sehr schöner Moment. Na, wenn nicht sogar der schönste. So, wir speichern jetzt hier ab. Das ist auch nicht schlecht. Na, und jetzt natürlich die Frage, wozu brauche ich diese ganzen Schraubenschlüssel? Na, das kann ich, wie gesagt, noch nicht sagen. Haben jetzt hier unsere... Oh, wait. Was war das für ein... Okay, ich dachte, das macht mir jetzt Damage. Aber offensichtlich nicht. Ja, wir können das... Wir haben das hier noch nicht erkundet, ne? Ich weiß nicht, ob man dann hier eine Map finden muss. Upsala. Das war jetzt so semi-optimal. Da unten sind Segen, falls ihr das nicht seht. Okay, das war gut gemacht von mir. Wenn auch nicht super bewusst. Okay, das sah sehr obvious aus. Und da oben sind irgendwelche Schockwellen. Ah! Map up! Okay, wir müssen anscheinend etwas zerstören. Ah, okay. muss erst die Animation abwarten. Okay, das war weird. Aber die Map hat es abgedatet, was sehr, sehr schön ist. Und man fühlt sich abgeholt. Na, ihr müsst ja daran denken, alle nach wie vor, alle Menschen, die Kultur verstehen, warten ja vergeblich auf Silksong. Na, also quasi dem zweiten Teil von Hollow Knight. Und ich denke, also es waren schon sehr viele News dabei. Oder News dazu generell draußen. Und ja, jetzt kann man, denke ich, sich freuen, weil man aber sagen kann, na gut, dann nehmen wir halt dieses Game und spielen das hier als Übergang.
Also das Spiel bisher als Silksong Waiting Room zu nehmen, finde ich total legit, ne? Es spielt sich smooth. Ich denke mal, dass der Walljump, Jump, auf jeden Fall noch kommt. Wir können auch nach unten schlagen, merke ich gerade. Ja, ich jetzt einfach mal machen sollen. Nach unten schlagen geht auch. Ich habe bloß die Steuerung einfach verkackt. So, da drin waren wir ja schon. Ja, wir können auch da nach unten schlagen. Also, man borgt sich hier super viel von Hollow Knight. Und das ist total legit. Also, wir können dann nochmal hoch, würde ich sagen. Wir müssen eh ganz... Oder da unten ist auch noch was. Was war da unten? Ja, wir gehen mal hoch. So. Oder? Ne, wir gehen runter, komm. So. Das sind natürlich hier alles Pleb-Gegner. Wahrscheinlich würden... Das ist wahrscheinlich wie bei... Bei Hollow Knight am Anfang, dass man auch alles totschlägt. In der Hoffnung, dass man da übelst krass viele... Geo oder hier diese Schrauben jetzt halt bekommt. Oh, dieser Controller, ne? Dieser Controller macht mich ein bisschen fertig. Der schnipst immer so zurück. Und dadurch geht das nicht gut. So. Ja, wir müssen übel weit runter. Wir müssen runter, runter, runter. Ja, und dieses Metroidig auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde nur gerne sehen, was es noch so für Trinkets und so weiter gibt. Wir haben jetzt ja diesen Magneten bekommen. Dieser Magnet, ganz offensichtlich ein allgemeines Tool, was wir wahrscheinlich nie wieder... nie wieder austauschen werden. So, das Healing, eigentlich eine coole Idee, ne? Es ist halt wirklich schwerer dadurch. Der Dash gefällt mir gut, also man muss da keinen Shadow Dash erst leveln oder so. Das kostet übrigens auch Energie. Also das ist auch für den Dash ein Nachteil. So, wir waren jetzt bei dem Typen. Okay, das war auch schlecht. Ich wollte eigentlich den Schlag nach unten machen, aber... Ich muss mir quasi mal einen neuen Controller. Ich habe ja hier so einen Xbox Pro Controller. Ist ein bisschen Delay da tatsächlich da. Ja genau, wir gehen jetzt da durch und dann gehen wir runter und nach links und nach rechts. Speichern würde ich trotzdem. So, und das, ja. Seht ihr, wir schnipsen so nach links. Also wir schnipsen genau in die andere Richtung, in die wir gehen. Es tut mir leid, dass ich mich darüber beschwere. It is what it is. So. Okay, ja, hier ganz nach links würde ich erstmal gehen, glaube ich. Gucken, ob es da offen ist. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Wie bereits erwähnt, man hat sich ein bisschen was geborgt. Man hat sich ein bisschen was geborgt. Und das ist fein. Das ist fein. Ist ein Metroid, Leute. Wir werden irgendwann eine Fähigkeit bekommen, die da nützlich ist. Dann haben wir hier noch diesen Tunnel. Oh. Wow, wow, wow. Wir werden irgendwann meine Fähigkeit bekommen, die da nützlich sein wird. Scheiße. Das war warm. Das war sehr, sehr warm. Okay, also der hier hat ein Auge, das jedenfalls nicht nach hinten guckt. Sieht schon so aus, als wenn man hier durch kann, ne? Aber kann man nicht. Schön. Also sehr, sehr sweet. Wir speichern trotzdem. Einfach aus Reflex. Boah, ich hätte echt gern hier mehr Damage oder mehr Attack Speed. Dieser Gegner ist auch sehr interessant. Nervt halt schon wie Sau. So, und dann können wir natürlich den Double Jump am Anfang wieder verwenden. Hier, warte mal, ist das wieder da oder war ich hier noch nicht? Ja, wenn das wieder auftaucht, wäre schon weird. Aber ich glaube, hier war ich einfach nicht. Sage ich jetzt einfach mal. So. Bam, bam. Ja, wir haben halt hier die Karte noch nicht, aber wir müssten jetzt hier hochkommen.
Genau, wir haben da was. Ups. Das sammeln wir hier alles ein. Auch das ist natürlich wie bei Hollow Knight. Das fällt einfach alles runter. Und das ist die Karte. Das haben sie schön gemacht. Das ist der Beacon. Das ist der Beacon. Das gab es auch bei anderen Spielen. Metroidiger Art. Seht ihr? Der ist da irgendwo da unten. Da. Ja, der ist von mir, kann sich keiner verstehen. Dass wir den natürlich komplett zerkloppen, ist ein bisschen komisch. Aber ist okay. Da ist der Double Jump. Das Tire Village, wo wir hoch können. Die Frage ist halt, ob wir eine Runde drehen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir drehen jetzt eine Runde oben lang. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Aber das kann ein schönes Kaffee-Game werden. Ich spiele ja aktuell im Stream sehr viel TFT. Und das ist auch lustig, weil wie gesagt, hier auf dem Zweikanal landet davon ja auch manchmal was. Und TFT kann man halt auch, also man kann ja diesen Grind fahren, will ich mal sagen. Aber man kann auch mit euch quasi ganz gut interagieren. TFT ist halt ein frustrierendes Kaffee-Game, aber es ist ein Kaffee-Game. So, ich mache das ja irgendwie alles kaputt, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich dabei so wohlfühlen soll. Vielleicht sollte ich das auch lieber hängen lassen, damit ich das später nutzen kann für Healing, aber... Ich bin ja auch eine Maschine. So. Genau, von hier kamen wir ja, ne? Von hier sind wir gekommen. Ich würde das Tire Village aufsuchen. Doch, doch, wir nehmen das Tire Village. Guck mal, wie schnell wir jetzt sind, ne? Das ist schon geil. So, speichern, wir ignorieren das jetzt, ja? Gehen jetzt da nach links und dann runter. Das Ding haben wir ja schon benutzt. Hui. Ist hier noch was? Nee, ne? So, den hitten wir, weil das nur ein Hit ist. Und jetzt gehen wir ganz nach rechts. Okay. Ja, also mir das alles zu merken ist, oh shit. Ist möglich, ne? Aber nicht nötig. So, wir heilen uns erst, wenn wir müssen, weil... Weil ich doch von mir überzeugt bin. So, wir fragen nochmal ganz kurz. Oh. Die gone. Der ist einfach weg. Wir können da noch hoch. Eine Sekunde. Wir gucken mal ganz kurz, ob da an der Wand noch was ist. Das ist so eine fliegende Kamera, ne? So ein bisschen. Gucken wir noch ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Okay. Okay, na gut. So, aber bisher, wie gesagt, Steuerung ist smooth. Optisch finde ich es auch gut. Und wie gesagt, denkt daran... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Das ist ein Boss. Oh no. Scheiße. Okay. Ich frage mich, ob das jetzt schon seine zweite Phase war. So. Schaffe ich hier einmal zu... Oh, shit. War das schon was? War's das? Gut. Nee. Okay, das ist die dritte Phase, I guess. Okay. Scheiße. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ja, das ist doch geil. Okay, okay. Da gehen wir nochmal hin. Weil ich bin in dem Spiel ja noch nie gestorben. Ich will das jetzt... Das ist jetzt ein erster Eindruck. Das heißt, ihr kriegt jetzt natürlich auch mit, was es heißt... zwei Leben sinnlos zu verlieren. Sondern was ist, also ob ich die Seelen auch wieder kriege oder nicht. Ich glaube, die haben das nicht gut gespielt. Weil wir müssen die Dinger schon zerstören. Ich dachte, ich kann die so im AOE meines Super Sword Heaps zerstören. But I didn't. So, ich habe es nicht geschafft, Leute. Seid auch selber schuld. So, aber wir wollen natürlich gucken, kann man die Seelen wieder einsammeln? Die Schrauben und Schlüssel und Muttern und Kutter. Nein, kann man nicht. Oh mein Gott, wir haben die Hälfte verloren.
haben die Hälfte verloren. Scheiße. Das schaffen wir noch, oder? Okay. Wow, wir haben jetzt sogar noch das Healing abgezogen. Okay, also wir haben alles verloren. Wir haben das Healing verloren. Wir haben alles verloren. Wieder die Hälfte. Leute, deinstallieren. Keine Spielempfehlung. Ersteindruck, ganz schlimm. Das ist wieder diese Sorte von Spiel. Du kannst dich nicht heilen. Wenn du im Heil-Mode bist, bist du verloren. Wir hatten so viel. Ich meine, immer die Hälfte abziehen, das hat natürlich auch eine gewisse Konsistenz. Ja, wir hatten halt 800. Ich weiß auch nicht, wo die Chest ist. Jemand hat mir gesagt, ich soll das in die Chest tun. 800, jetzt schäme ich mich richtig. Jetzt will ich gar nicht mehr. Wo ist denn die Chest? Leute, ich will nicht. Die Attack Speed ist halt so gering. Ich kann die Attack Speed nicht erhöhen. Jetzt noch eine Schleife oben, ne? Oh, oh. So. Warte mal, der hat da auch schon? Oh, der kriegt auch Schaden von den Wellen. Der kriegt immer Damage. Oh, der kriegt auch dadurch Schaden. Oder ist fair? Leute, wissen es macht. Wissen es macht. Gib mir jetzt alles, was ich verloren habe, bitte. Wait, ich habe nichts gekriegt? Na gut. Capsule Fragment. Aha. Oh, ich habe nichts bekommen. Ich habe so viel verloren. Leute, deinstallieren. Ihr müsst es ganz schnell deinstallieren. Just do it. Macht nicht den Fehler. Okay, gut. Also, wir haben dort unten übelste Hitze. Wir gehen jetzt zurück zum Anfang. Overheating. Kann ich auch schneller angreifen, wenn ich überhitzt bin? Nee, sieht nur so aus. Okay, der Schlag nach unten, bin ich ehrlich, den muss man so ein bisschen preampen. Den Schlag nach unten muss schon gut geplant sein vorher. Der wirkt etwas slower. So, bumm. Hey. Entschuldigung. Hä? Oh, wow, das war kompliziert. Das war unnötig complicated. So. Na gut, ja, wir können ja hier bei Bedarf farmen. Würde ich natürlich nie machen. Never do I farm in a game. So, das macht man einfach nicht. Don't do it. So, wir speichern. So, bam, bam. Und jetzt geht es hoch. Hier haben wir begonnen. Hier kam der ganze Short runter und hier runter konnten wir nicht dashen. Aber now. Infinity Edge. Jetzt geht's los. Endlich können wir critten. Sharpens the user's sword, granting 10% chance to deal critical damage. Boom, rein. Equip and modify is at a repair station. Wait a minute. Ne, aber das kommt doch jetzt bestimmt, oder? Also wenn jetzt keine Repair Station kommt. Also erstmal sieht das hier sehr verdächtig aus. Da ist nichts. Are you kidding?
Das bringt nichts, ne? Oder? Kommt einfach nur die übste Plärre raus. Ja, also Mobilität, wie gesagt, man kriegt hier den... hi. Greetings, my name is Rusty. Bin ich nicht auch Rusty? Rusty the Traveler. So. Quite a dedicated curiosity. In case your shoulder on spare parts. Okay. Da. Da ist das Ding. Okay, jetzt natürlich die Frage, kommt da jetzt noch einer? Kommt da jetzt eventuell zügig noch ein Ding? Oder gehe ich da jetzt zurück? Ich meine, das ist Infinity Edge, Leute. Also Infinity Edge. Ich weiß nicht, ob die Macher hier auch LOL gezockt haben. Alter, wie hoch springt denn das bitte? So. Na, wir gucken mal. Ich glaube, eine Repair Station ist bestimmt auch hier sofort. Bin ich mir sehr sicher. Wow, die geben keine Teile. Das ist eine große Hand. Build is superior than before. The statue stands for honor. The creators of Arcadia, the machine. Okay. Okay, krass. Ein bisschen Story anscheinend. Wir gehen mal noch nicht weiter, sondern wir gucken jetzt noch. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch das Infinity Edge reintun. 10% mehr Damage ist jetzt natürlich... Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich... Was war das? Was habe ich jetzt bekommen? Doch jetzt was eingesammelt, oder? Was passendes? Wir finden hier bestimmt was. Oh, oh. Ist hier noch ein Boss? Ne. Da ist ein Fahrstuhl. Nomad's Plate. Drastically reduce the number of spare parts dropped on death. Nice. Ist natürlich für mich keine gute Rune. Weil ich sterbe ja nicht. Kann ich da... Oh, das ist ein bisschen schwer. Ich glaube, da brauche ich einen Double Jump, oder? Ja, da brauche ich auf jeden Fall einen Double Jump. Ich komme halt hier nicht gut um die... Also es sieht so aus, als wenn ich das trollen könnte. Aber das ist schon... Nee. Can't do it. So. Can't do it. Okay, dann heißt, wir gehen nach links. Nach rechts meine ich. Nach rechts und dann da entsprechend hoch. Aber es ist bisher sehr cute. Also gefällt mir wirklich gut. Diese... Ah, das habe ich falsch gemacht. So. Dieser Controller, ne? Dieser Controller, der kostet mich aber auch alles. No matter the cost. Whatever it takes. Kann ich die vorher zerstören? Das habe ich gesehen. Ah, das bleibt anscheinend auch. Na gut. Finde ich jetzt so mittel. Vor allen Dingen, wenn die Dinger... Oh, shit. Oh, jetzt kommen aber die ganzen Animals, ey. Aber die Gegner sind hier nicht zielsuchend und die... Ah doch, der ist was gedroppt. Guck mal, da links, das sieht mir ein bisschen sehr verdächtig aus. Seht ihr das? Nee, doch nicht. Na gut. So, dieser komische Stift fliegt da durch die Gegner. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Muss ja hier auch nicht jedem Gegner so viel Aufmerksamkeit schenken. So. Okay, also bisher ganz, ganz niedlich auf jeden Fall, Leute. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das wird mein
mein Waiting Room sein. Das ist mein Silksong-Übergangs-Game. Ich weiß nicht, wann wir erfahren werden. Also ich habe vor kurzem News gesehen, dass die schon so ein bisschen weiter sind. Aber so Covid und so hat die wo... Oh, hi. Hey, you again. Du bist also Limerick. Oder Limerick. Der ist ein Detektiv. Na gut. So. These machines are semi-functional. Na gut. So, semi ist... Oh, oh. Unnötig. Das waren Schüsse, die verfolgend waren. Und da... Der fliegt immer noch. Okay, das gibt sehr, sehr viele Spare Parts. Aber nach wie vor habe ich keine Chest gefunden. Oh, dieser eine Charakter gemeint hat. Hey, 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 nutzt den Chest, Bruder. Und der da... Das ist ein kleines Pikachu, ne? Aber Schwerter sind anscheinend auch einfach nach wie vor der natürliche Feind von Pokémon. So. Auch wenn bei Pokémon Schwert und Schild ein Vieh dabei ist, was echt Sif sehr ähnlich sieht. Das ist ein Hebel oder so, oder? Das da oben wird auch eines Tages durchbrechen. Nein. Das ist ein Boss. Ich weiß, ihr wollt da hin, aber wir ignorieren das jetzt. So wie... Oh no. Das ist der Bean-Bot. Tanky die sind. Ein bisschen zu tanky. Okay, also ich will noch eine Heal-Station auf jeden Fall angucken. Und dann diese Dinge einbauen. Ich überlege gerade, ob es quasi noch... Also ich meine, was jetzt noch angenehm wäre, wäre jetzt noch ein Spell oder so. Also es gibt... Wir haben halt hier noch... Wir haben halt noch eher... LT? LB ist die Karte, aber LT haben wir noch. Das kann ich wunderbar nicht berühren, oder? Habe ich gerade 2 Damage bekommen? Okay. Nee, ich habe eine Einheit bekommen. Okay. Also es ist nicht leicht. Muss man schon sehr gut sein. Aber die Seiten schocken nicht. Okay, die Seiten schocken. Okay, warte. Ja, das ist jetzt natürlich... Ach so, da kann man sich festhalten. Ah, okay. Okay, okay. Ich dachte, das gehörte zum Hintergrund. Sorry. So, ich dachte, das gehörte zum Hintergrund. Das ist natürlich machbar. Ich dachte, es wäre der Hintergrund. Ah! Das war so geplant. Nein, ich habe keinen Schlüssel. Ich muss also nochmal irgendwann hier hin. Nee, muss ich nicht. Das, da oben werde ich ja einen Backtrack anmachen können, oder? Aber ich habe da was Wichtiges eingesammelt. Guck mal, der macht mir keinen Schaden, wenn er in seiner Sterbeanimation ist. Das ist natürlich ganz nett. Die Reparaturanimation ist natürlich irgendwann nicht mehr so angenehm. Den ignorieren wir jetzt. Das ignorieren wir auf jeden Fall nicht. Also ich hoffe jetzt. Erstens nicht sterben und zweitens das Reparatur. Ich will halt nicht zu dem Reparatur zurückgehen. Was ist das? Oh, den haben wir gut gemacht. So. Ah, ich dachte, er war tot.
Okay, okay, das war auch gut. Okay, wir machen nur noch ein Ding und dann ist Schluss. Boah, die Attack Speed ist wirklich ausbaufähig. So, da gehen wir auch gleich hin. Es ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, diese... Es sieht immer so aus, als wenn ich hier gerade übel trolle an der Wand. Aber es ist sehr schwer. So. Bam, bam, bam. So. Ich muss jetzt gerade an deine Situation mit Johnny denken. Johnny ist schon lustiger. So. Aber ja. Ah, hör mal auf. Okay, also es sind sehr viele Gegner und es ist sehr nervig. Und ich glaube, hier war ich schon. Oh, Alter, ich bin dumm. So, wir müssen ganz viel reparieren. Also wir haben wieder 700 Scrap. Ich sage jetzt einfach mal Scrap, Leute. Wir haben jetzt Infinity Edge, also darf ich hier auch TFT-Terms verwenden. Ja, genau. Von da kamen wir. Sehr schön, sehr schön. Wir haben also den Weg noch da unten und dort irgendwo. Hier, wir haben noch das hier. The Vault. Ja, das ist eine große Tür. Da ist aber auch was zerbrochen. Dann haben wir hier zwei Eingänge. Gehen wir jetzt mal oben lang. Und dann gehen wir wieder zurück und gehen unten lang. Jawohl, siehst du, deswegen bin ich klug. So. Jetzt haben wir das. Gut. So, kann ich das jetzt benutzen? Guck mal hier. Bumm. Infinity Edge. Granting 10% chance to deal critical damage to opponents. Okay, das ist ja cool. Okay, wir gucken noch eine Sache oben, dann sind wir wirklich Schluss. Wir gucken jetzt noch hier die Sache, weil wir haben noch nicht die Map hier freigeschaltet. Es sind noch zwei Maps, I guess. Das ist die Map. Sehr gut. Boah, Alter. Episch. Hör mal. Ich dachte, ich habe hier Crit. War das ein Crit? War das ein Crit? Weiß ich nicht. Das ist das ganze Ding. Ja, also enorm gut bin ich. Es ist enorm. Du kannst gut sein, du kannst aber auch, like me, einfach ridiculous sein. So, das heißt, dort ist das Schlüsselloch. Weil ich nicht weiß, ob wir uns dahin kämpfen müssen oder nicht. Na gut. Leute, das war mein erster Eindruck. Ich denke, das Spiel werden wir auf jeden Fall im Stream noch so ein bisschen zocken. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ist Hollow Knight sehr, sehr ähnlich. Ich gehe jetzt hier nochmal runter. Speichern den Bums. Lasst gern Feedback da. Lasst gern eure Ideen da. Die meisten Ideen habe ich, wie gesagt, entweder über Steam, ne, oder meistens direkt von euch. Bye-bye. Tschüss.